even get to cross. Ich wollte nur mal was gucken. Ach so. Alter, hast du das jetzt zugebaut mit dem Stein? Alter. Das ist so unglaublich. Oh, ist das hässlich, Alter. Es tut mir leid. Es war einfach so lustig. Weißt du was? Was denn? Wo ist der Diamant dafür? So, in meiner Folge geht es jetzt spannend weiter. Alter, ist mir warm gerade. So, mal gucken, ob ich noch ein paar Häuser finde. Vielleicht hast du ein paar übrig gelassen. Und Gewitter ist ja nicht so gut eigentlich, oder? Das ist aber, da ist, das ist abgesichert. Ach so, okay. Da sind auch Palmwedel mit eingeflochten. Hast du dir eine Versicherung erklaut oder was? Ja, natürlich. Geliehen. Ein Wohnzimmer müssen wir auch noch machen übrigens. Wir brauchen mehr Zitrusreiniger. Wie hieß die noch? Ach, Consuela hieß die genau. So, warte mal. Ich bin da vorhin noch vorbeigelaufen und hab mir gedacht, boah, der sieht echt schön aus, der Kamin, aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Den hab ich bei Holzbrand gekauft. Aber sieht geil aus. Ne? Hau rein. Wusste ich nicht, war ich unsicher, ob wir das mitnehmen sollen. Aber gut. Was soll der Geiz? Und natürlich noch eine goldene Ente drauf, wie sie's gehört. Voll die Prolo so. Ah, oh, wir essen nur von Goldgeschirr. Ja, wie wär's denn hiermit? Ja, aber das passt da nicht hin. Das mach ich mal erstmal wieder weg. Ja, ich glaube, oder? Ich geb dir die trotzdem mal. Dankeschön. Ach, 49, da ist ja akut abgeräumt. Wie wir einfach die ganzen Planeten auseinandernehmen, den Schleim schmeiß ich mal weg, ganz ehrlich, den brauchen wir eh nicht mehr. Oben in die Kiste tue ich mal Klamotten rein, in die am Bett, ne? Ja. Da tue ich mal meine alten Affenklamotten rein. Dann schlafe ich aber unten, bitte. Bei dem Mief dann. Hey, sind frisch gewaschen. Ich glaube, es ist so ein Planet, weil hier kommt jetzt die mega Gesteinsschicht, durch die man meistens keinen Bock hat, sich durchzugraben. Und dann wird man belohnt. Mit einem Bonbon. Steht dann so ein Gandalf vorne und so. Hier, bitte. Setz dich auf meinen Schoß, kriegst ein Bollersche. bitch, please. Gets me every time. Oh Gott. Brick Astley hat die hier hingelegt. Oh Gott. Cool. Never gonna pick you up. Oh, geil, noch mehr Häuser. Geil, noch mehr Häuser. Sofort da. Mit offener Hand am besten noch. Oh Gott. Vielleicht müssen wir das einfach individuell gestalten. Was? Längere Folgen sind dann keine Doppelfolge. Das kriege ich niemals gebacken. Und da oben geht's ja noch weiter. Aua. Möchtest du diesmal? Nee, mach ruhig. Wir kriegen ja beide. Oh. Wie geil. Ah, schön. Geil, hat sich voll gelohnt. Voll die höflichen Pam tot. Geil. Ja, doof. Du bist jetzt auch noch da im Raumschiff, ne? Ja. Jo, und der Affenjunge.
Raumschiff gebaut. So, pass auf, ich wollte eigentlich ursprünglich, das habe ich ja ganz kurz vor der Aufnahme schon mal festgestellt, wir haben noch so Zeug aus dem Labor geklaut. Zähl nicht an, wir haben ja auch einen Minecraft-Server von Nitrado, also das ist... Aha, boah, ihr Nutznießer. Ja, natürlich. Auch von Patrick, also, ne? Ach, Patrick, hallo. Ach, sie an. Oh, und meine Amazon-Bestellung wurde versandt, sehe ich gerade im rechten Fenster, aha. Ich habe nämlich einen Messerschleifer bestellt. Ach, ich dachte, du hast ja wieder Schlüpper bestellt. Ja, ist ja sowas ähnliches. Ach so. Schlüpper sind immer wie auch Messerschleifer. So, warte, lass uns mal... Komm, wir beamen auf den Planeten in unser tolles Haus. Juhu! Ich muss nachdenken. Huch! Ach so, ach stimmt ja, am Kitchen-Counter. Oh, und was wir noch machen müssen, ganz kurz, das sollten wir in dieser Folge machen. Ja, was soll ich machen? Ich bin eben der Booty-Checker. Ich finde immer die geilsten Kisten. Ja. Das ist heimlich auf dem Server gesetzt, ne, die Kisten. Was? Hast du bestimmt heimlich gesehen. Ja. So. Ach, jetzt kommt der Doofkopf da wieder an und will mir wieder Holz klauen, das ich für uns gemeinsam sammle. Was war denn das? Ich glaube, Copper abgebaut. Wow. Oder wie heißt das gerade? Was denkst du gerade? Boah. So, ich sammle mal ein bisschen Kohle hier gerade, habe ich eben gefunden. Oh, das wäre schön. Ne, schicke ich dir einfach. Platte ist angekommen, ne? Ist der beste Ort, das zu fragen gerade, aber ich habe immer noch keine Gelegenheit. Super. Ja, macht ja nichts. Entschuldigung. Aber der Maserati ist gekommen. Okay, ach naja, dann ist gut. Ja, ja, der war da sofort. Ah, das ist sehr gut. Ja, die haben einen exzellenten Service. Ich habe schon 3 gekauft. Das kommt drauf an, wie man das sehen möchte. Ich habe gerade wieder ein Miniaturdorf gefunden. Aber ich sage es dir nicht, weil es so viele so Pixel gibt. Und irgendwelche komischen Viecher. Ich weiß aber nicht, ob die böse sind. Es ist sehr gefährlich hier. Du solltest fernbleiben. Ich habe gerade selber 4 Geldkassetten gefunden, wenn es dich interessiert. Ah, 6 Stück sogar. Krass. Mein Hass ist grenzenlos. So, nein, es interessiert mich nicht. So. Bist du ja auch in echt, ne? Bist du eigentlich ein weiblicher Roboter? Bauer sucht Frau und so? Nee, ich weiß gar nicht. Nee, meine sieht ein bisschen aus wie Vicky zwar, aber ich glaube, ich bin tatsächlich ein Männchen. Ach so, hast du einen Stecker oder eine Steckdose? Ich glaube, es war der Stecker. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, verdammt. Ich muss mir meine Mehrfachsteckdose holen. Wir sollen doch nicht mehr über Emma reden. Oh, Alter. Da holt sie auch der ganze Hausblock den Strom. Oh. Hey, da oben ist ja noch eine Truhe. Was ist denn hier los? In deinem Auge? Ja. So Schlafsand. So, ich mach hier hoch. Ich nehme jetzt auch jeden Fitzel Kohle mit. Du auch? Ja, also wenn ich Kohle sehe und da ist irgendwie nur so ein Ohr irgendwie in der Wand. Was sich auch lustig anhört, ein Ohr in der Wand. Lauschangriff. Nimmst du trotzdem mit dann? Ja, ja, klar. Alter, was ist denn das? Wie riesig. Ich meine, oh, schon langweilig. Guck jetzt schon nach oben rechts, bis der Kollege da wieder lang schwadroniert kommt. Der feine Herr Doofkopf. Such deine eigene Höhle, du scheiß Teamplayer. Boah, es sind so viele Rohstoffe hier gerade in diesen scheiß Wänden. Aber ja, in diesen weißen Wänden, ne? Deswegen, ich baue die auch nicht ab. Da kommen wir irgendwann... Oh, hier sind so viele Diamanten in Magma-Core. Da musst du leider auf meinem Channel gucken. Das spielt die eigenen Mitarbeiter, weißt du? Was ist denn das? Das will ich jetzt erkunden. Tja, und was machst du heute noch so? Gerade geschockt feststellen, dass das sogar 4 sind. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Titan waren die runterhängen. Das kann man sich ja gut damit merken. Was, so, was hast du gesagt? Nee, nichts. Einfach, das war... Es ist so... Eines Tages, kleiner Robi. Ja. So, und außerdem, dein Misstrauen hat mich erzürnt und du musst mit der Rache leben. Oh oh. Entschuldigung, mein Mikro quietscht. Ich glaube, ich baue mir meinen eigenen Weg nach oben. Was? Wieso denn? Warum denn das? Ja, keine Ahnung. Der Satz hat mich gerade misstrauisch gemacht, mal wieder. Ist nichts Böses.
sehr was Lustiges. Eigentlich möchte ich fast schon gucken. Kann ich hier vielleicht gucken? La 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 la. La 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 la. Das la 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 macht's übrigens nicht besser. Wie ist das für ein Bogen ausgerüstet eigentlich? Ach, verdammt, ich wollte eigentlich auf die Spitzhacke. Vielleicht gucken wir mal ein Feuerzeug craften, brenne ich unser Haus nieder. Vor Frust? Ja. Oh, da hinten. Oh, und da hinten leuchtet es noch. Okay, da muss ich durch. Ich suche mal Holz für uns. Das ist einfach schön. Das macht einfach Spaß. Muss man einfach sagen. So, ach, durch die Blöcke kommt man noch relativ gut durch. Das ist gut zu wissen. Ne? Die Erfahrung hast du auch gemacht. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ist immer gut, wenn man durch Blöcke schnell durchkommt. Weißt du, damit es ein bisschen spannend bleibt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein kleiner Sadist. Oh. Tja, 5 Diamanten und du so? Heißt, das wird auch noch belohnt. So, ich habe noch so viel Kopper gefunden. Kann ich gut brauchen für meine Spitzhacke. So, upsa. Ich sehe schon die ganzen Hates unter dem Video. Ach, verdammt, aber es war immer zu lustig. Ich finde aber, bei Starbound hier hält sich das echt in Grenzen mit so Geflame, sag ich mal. Ich hab da mal welche hingesetzt. Da hast du wahrscheinlich einen Spawner schnell irgendwie zusammengebaut, ne? Ich finde das nicht gut, dass du mich immer so gemein darstellst, weißt du? Wollte ich schon immer mal sagen. Ich bin immer sehr nett zu dir. Ach so, okay, weil... Gurke in die Turnhalle und so, weißt du? Ach so, ich dachte Salami in Fahrschulschacht. Okay, da geht natürlich auch. Ja, dann schenk mir doch endlich mal die LED-Lichter zu Weihnachten. Hier. Dein Weihnachtsgeschenk, ich leuchte dich mit LED-Lichtern an. Du meinst, du hilfst mir gerade beim Ausgraben? Natürlich, natürlich. Indem ich dastehe und mich mit runtergraben lasse. Ist ja unfassbar. Dieser verkackte Roboter, ich hoffe, ich habe noch Garantie. Es ist unfassbar. Entschuldigung. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Wo ist denn unsere Wohnungstür? Ach, wir hatten gar keine. Verdammt. Ja, ich habe hier einen Anboss. Anboss? Ein Anboss. Mach doch mal ein Unbossing. Ja. Soll ich dir den mal hier? Guck mal, ich werfe. Achso, aber auf. Pass deine Füße auf. Ja, geht. Ich bin ja stark. Offen, Junge. So, ich muss, Die Frage ist. Wofür macht man das an dem... Am Anvil, den hast du mir nicht... Ach, ja. Den hast du mir doch gegeben. Ja, stimmt, den habe ich dir gegeben. Dann helfe ich dir mal ein bisschen. Boah, ist schlimm heute irgendwie. Und da suchst du den die ganze Zeit bei dir? Nee, ich suche einen Ofen, habe ich die ganze Zeit gesucht. Hui. Alter, hauch mich nicht an. Also, ekelhaft. Das sind Metallspäne, die ich da puste. Ich dachte Knoblauchpizza. So, komm hier. Weih mal das Labor ein. Frühstück! Oh, ich schau durch, komm! Honda wins! Ja. So, ich kann mir jetzt tatsächlich einen Platin-Pickaxe machen. Boah, du kleine Sau, dich werde ich nochmal irgendwo einsperren. So. Hab ich verstanden. Dachte ich mir schon. Mein guter Roboterfreund. Das war so bescheuert. Aber ich komme mir noch nicht selbst bescheuert vor, das ist das Gute. Das ist wichtig vor allen Dingen. Ja. Warte einfach ab, bis die Leute das für dich entscheiden. So, warte. Den Zaun, kann ich in den Hintergrund bauen? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Ich habe nichts zu essen. Das war doch da gerade, wo Holz war. Das habe ich doch nur rausgeholt. Ach so. Ja, das ist irgendwie heute schon. So, pass auf, in der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal um Essen, würde ich sagen, und dann testen wir die Spitzhacken aus, oder? Hallo.
Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound mit dem Affenjungen Menschen. Starbound. Mit dem Dürfkopf. Du bist so Dürf. Guck dich mal an, wie du aussiehst. So. Oh oh. Warte, jetzt mach ich mal ganz kurz hier den hier. Bin ich doof? Also bitte keine Antwort darauf. Nein, der bin ich. Ach so. Ich bin dick oder was? Brauchst du ein Lagerfeuer? Ah, nee, ich bin reingegangen gerade. Ah, gut. Alter, bei den Temperaturen auf dem Feld arbeiten, soll mal einer sagen, ich verdiene mein Geld nicht hart. Entschuldigung. So. 1000 grünen Scheiß. Wie die Moderatorin? Ich guck doch keinen Fernsehgarten. Woher weiß ich denn, wie die Moderatorin heißt und wieso weißt du das überhaupt? Weil ich das ja wusste. Bitte? Woher? Hattest du nicht in deinem Minecraft-Let's Play erst über Fernsehgarten gesprochen? Ja, aber ich guck doch das nicht. Ich rede einfach über Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist doch mein Geheimnis. Ach so. War das hier? Weiß ich nicht. Lass mal gucken. Geh doch mal in die nächste Höhle. Ich sag dir dann Bescheid. Ja, das hätte er wieder gerne. So, es sieht gut aus. Wer hat denn hier mit dem Stein? Weiß schon wieder. Nicht. Wie er da immer wartet, wie so ein Geier. Ich warte auf eine Anweisung. Such dir deinen eigenen Claim. So. Oh oh. Rein. Ah, hier war das. Ach, hier. Was denn? Ach, ich bin gerade an so einer Stelle, wo ich gerade lachen musste. Ich weiß gar nicht warum. Kannst du deinen Scheiß selber abbauen? Nee, hatte ich keinen Bock drauf. Ich grab mich woanders weiter. Oder so. Ja, das wäre natürlich zauberhaft. Ich rame hier schon rum, ist ja ekelhaft. 9, 10, 11, 12 Diamanten. Wo bist du? Scheiße. Muss mal Chat aufmachen und /TP eingeben. Kacke. Und da oben komme ich gerade nicht hin, aber es werden auf jeden Fall noch mehr. 132. Ich sammle gleich weiter. Keine Sorge. Alter, ich bin im Schlaraffenland. Ich patchen sie die Pixel-Links mal raus. Boah, wie geil. Ich kann mich auch gerade nicht beschweren. Ich habe gerade auch so viele gefunden. Ich bin aber auch gerade im Rohstoffschlaraffenland hier. Das ist schon ziemlich geil. So, aber ich sammle ja für beide, weißt du doch. Sagte der Typ mit der Platin-Spitzhacke. Die jetzt aber auch nicht so die Mega-Besserung bringt gegenüber dem anderen Zeug, glaube ich. Ist ja unfassbar. Vielleicht, vielleicht ruckelt es immer, wenn wir bei 30 Minuten sind. Das wäre mal ein guter Timer. Boah, ja. Immer wenn es anfängt zu ruckeln, dann sind die Folgen nur noch 5 Minuten lang. Komme ich da hin? Komischerweise bin ich auf der Höhe, wo wieder Musik kommt. Ich habe mich wieder nach oben gebaut eher als nach unten. Oh. Irgendwie witzig. So, ach, da habe ich ja... Wieso, wer nimmt Pixel überhaupt als Währung an? Wer ist so blöd? Grafikdesigner. Nee, die nehmen doch nur Bitcoins neuerdings. Ah, stimmt. Ja, die sind schon wieder out, glaube ich. Ach da so. Da geht die Kurve gerade rapide nach unten, weil China irgendwie am Verkaufen ist. Wie blöd. Oh. Ich schmeiß die Bitcoins in den Club und sage, what? What? Oh, ich bin fast tot. Huch. Oh. Warum das denn? Ne? Aber lass es lieber die 10 sein als andere Sachen. Ja. Das wäre, weiß ich nicht. Wie willst du das Frau Messner erklären? Du, mir ist ein Malheur passiert. Oh, aber ich hab ihn dabei. Oh, eine Krakauer. Alter. Ach, schön. So, ich sammle hier nochmal Kupfer auf gerade. Ich versuche es gerade. Aber jetzt muss ich mir leider erstmal ein Lagerfeuer hinsetzen. Ach. Ja? Na, komm's. Alter. So. Nein! Ich hab dich doch gewarnt! Ah! Scheiße, jetzt bin ich fast tot.
An mir springt irgendein Viech rum und ich bin fast tot. Nein! Es hat mich gesnackt! Ich bin tot! Jetzt nur vorher gesehen, aber ich guck's mir dann wohl auf deinem Channel an. So was Blödes, das wollte ich doch nie tun. So, ach, ich ertrinke gleich. Ja. Das wäre eigentlich eine gute Sache. Ich bin heute irgendwie verpeilt und du hast heute irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, so ein Sprachhorst habe ich irgendwie. Wir machen das ja gerade nur fürs Review. Natürlich. Eigentlich aber gar keinen Spaß am Spiel. Nein, wir sind so verbitterte Redakteure, die den ganzen Tag in ihrem dunklen Büro sitzen. Ich lache nicht, weil es ernst war. Ja. Toll. Aha, zeitlich begrenzte Aktion auf Amazon.de. Kommt ja gerade eine Mail rein. Das ist natürlich toll. Du, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Die Aktion ist wirklich zeitlich begrenzt. Oh, Alter, ich hau mich hier die ganze... Alter, willst du mich verarschen? Gieriger Bastard, springt gleich hinterher in den See, in den Dunklen. Oh, ich hab Hunger. Mach dir ein Brot. Du hättest die aber wirklich ruhig abbauen dürfen. Das wäre wirklich nicht so schlimm gewesen. Ich komme mit den ganzen Fallen nicht mehr klar, die du mir stellst. Was? Du meinst im Leben jetzt? Ja, auch. Weil ich dich immer ausbremse und blockiere. So. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dir letztens ein Centstück vor der Nase weggeschnappt habe und ich dann mit dem Kopf in der Mülltonne aufgewacht bin. Das war aber schon berechtigt, oder? Das war immer in meinem Monatsgehalt bei der Playmesse. Ja. Habe ich beim monatlichen Mitarbeiter-Cent-Schnipsen habe ich das gewonnen. So, hier. Aber wer will das schon? Ja, eben. Barbara Dreisand, kennst du die? Oh Gott. Oh, Geldkassetten. So. Ach, da ist das Labor. Ja, genau. Und, ach, da ist das Viech, so ein Nacktmull, ne? Ja, genau. So, ist jetzt tot. Du. Ja. Ach, cool. Da sind zwei Labore. Muss mal gucken. Da ist das andere, was wir schon mal abgebaut hatten. Zum Teil. Ah, ich glaube, ich bin jetzt im anderen, was wir schon mal abgebaut hatten. Ja, ich fange auch jetzt erst an, mit Beyblade zu spielen. Wie war's mit Spiel mit Preziosi? Ja. Oh, was ist das denn hier? Eine Wasserhöhle. Oh, eine Wasserhöhle. Und ich dachte, Affenjung und Doofkopf wären BFFs. Was ist denn BFF? Best Friends Forever. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich hab dir sogar ins Jahrbuch geschrieben. Oh nein. In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Huch. Da fällt mir gleich die Kachel aus der Hose, warte. Mit einem riesigen Kopf. Der ekelhaft. Also ein Wert. Da steht ein Wert auf dem Flur. Ja, ja, ein Wert auf dem Flur. Hey! Hallo! Alle holen? Wie war das nicht, was? Du kleiner Drecksackroboter. Drecksackroboter. Ich hatte jetzt das Together schon aus meinem Titel rausgenommen, also... Ach so! Okay. Ja, willkommen auf meinem Kanal. Ich höre dich doch irgendwo. Irgendwo eine Geldkassette springen hören. Wo war er? Ich sag doch, du findest mich niemals. Oh, was ist das denn? Du kamst auf jeden Fall von hier, das weiß ich. Hast du deine Fackeln abgebaut? Alter. Die glaubt das nicht. Alter. Was denn? Oh! Oh! Ach, nur einer, schade. Was denn? Ich find's unglaublich, dass du gerade deine Fackel tatsächlich dass du dir die Mühe davon machst. Aber Kopper lässt er hier hängen, weißt du?
Hab ich nicht gesehen, war zu dunkel. Suchst du mich überhaupt? Ja, ich suche dich, ja. Du findest mich nie! Hilfe, Hilfe, du findest mich nie! Nein! Scheiße. Du bist... Jetzt habe ich die Kettensäge nicht parat gehabt. Schade. So, schnell weg. Bevor mich wieder findet. Oh, wo geht's denn da hin? Voll clever. Was machst du denn da? Willst du das Weiterkommen erschweren oder was? Was machen wir hier überhaupt gerade? Weiß ich nicht. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Wieso weiß ich das überhaupt? Das gucke ich mir abends mit meinen rosa Badeschluffen immer an. Das war auch kein Wasser. Wusste es. Das hat sehr salzig geschmeckt. Hast dich ja gegen die Fluten angekämpft. Ja. Puh. Das ist egal, ist ja Affenpisse, da sind mehr Mineralien und Nährstoffe drin. Kinder, kommt essen. Weiß ich nicht. Hatte ich jetzt gerade schon wieder gehabt. Da gräbst du dann so an und dann hauen die auf einmal ab. Runde Dinger, gräbst du an und dann hauen die ab. Ja. Ich sag nichts. Bei Weight Watchers immer. Achso. Komisch, wieso hauen die denn ab? Ich habe da verschiedene Methoden, also ich will ich jetzt auch nicht unbedingt verraten. Ich werfe einen Snickers in den Raum. Ja. Oh, Tobi! Wie kannst du dazu Ja sagen? Ich bin empört. Ich hab nicht Ja gesagt. Ich habe nur bestätigend gelacht. Ach so, ach so. Oh, ist das hochgraben anstrengend. Huch, warum geht mein Balken denn voll? Naja, ich weiß auch nicht. Dein Balken geht voll? Ja. Mein Balken geht voll. Ein cooler Typ, wa? Ja, er ist auf jeden Fall in Ordnung. Für einen Balken, meine ich. Mit Erde oder so, ja. Ach, das ist aber lieb. Du gräbst dich in so einen Megaberg. Einfach so ringsrum, alles nach oben, bis ganz nach oben zugebaut. Du kleine Drecksau. Was? Wo bist du denn jetzt? Ich komme gerade wieder nach unten. Also ich bin jetzt hier. Ich bin zu Hause. Und du? Ich muss noch ein bisschen. Lass dich doch... Alter. Weißt du? Alter. Ach, es ist so anstrengend, dieses Kram. Ach, schön. Glaub ich ja wohl nicht. Ey. Schön, einfach schön. War es denn anstrengend für dich? Ach so, mein Lebensbalken ist ja voll. Da kann ich ja wieder aufstehen. Ja, und wie es weitergeht? Nein, bitte nicht im Haus mit Schleim bauen. Nee, ich mach gar nichts mehr. Ich sag da auch gar nichts mehr. So, verstehe ich. Einfach nur, Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir aber noch mal ein bisschen an der Hütte rum. Das Labor unten müssen wir noch machen, ne? So, was lege ich uns denn mal auf den Kaminsims? Ich habe hier nur Scheiße im Inventar. Vielleicht legen wir uns Scheiße auf den Kaminsims. Mr. Henki. Ich will auf jeden Fall auch ein Bärenfell vom Kamin haben, ne? So, ich kleide ja schon mal aus. Ja. Also mich. Oh. So. Miau. Hin machen? Ey, über dem Türrahmen da quasi so ein Ding noch. Hier? Nein. Nein. Ach, warte. Du meinst das in Doppelreihe wahrscheinlich, ne? Genau, warte, ich hau mir den mal ganz kurz da raus. Also hier wahrscheinlich. Nein, ein Hör. Mann. Ich hab den gerade rausgebaut. Also hier so? Boah, dieser bekloppte Roboter. So, warte. Okay, wo habe ich denn, Alter, mein Inventar ist so voll. Boah, jetzt bin ich gerade voll an Half-Life erinnert. Kaputt machen. Warte mal, hier, die kann ich eigentlich mal trashen. Machen wir hier so ein bisschen wie auf dem Raumschiff, ne? Ja. Zum Glück nervt das Ding ja auch nicht, diese... Passt auch sehr gut zum Mittelalterhaus oben. Ja, aber das ist ja der Witz. Ach so, Oh Gott. Kannst du nur mal Witz sagen? Das ist ja der Witz. So, die Witzvorlage. Sieht aber cool aus hier unten. Ne?
Ach ja. So, auf jeden Fall hübsch hier unten, ne? So. Jetzt haben wir nur keinen Platz für Amboss und so. Ach ja, stimmt. Da finden wir schon noch ein Plätzchen für. Ja, ach klar. Noch ein Schlückchen? Ja, gerne doch. Prost. Das Gute ist, im Kamin waren 6 Fleisch. Ich weiß nicht von wem. Oh, ja. Nehmen Sie die hoch. Ach Mensch, die waren halt da. Huch, hä? Meine Maus ist plötzlich weggesprungen. Das Fenster fällt voll auf, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal gucken gerade. Voll das auffällige Fenster, voll gut. Schön, dass wir das drin haben, einfach. Das macht so viel her gerade. Bin begeistert. Einfach mal rausgepumpt. Ich hasse das Fenster. So, warte. Ich hab leider nicht mehr. Warte, ich bastel gerade nochmal eben. Wooden Window. Da müssten wir mal eigentlich auf andere Planeten und gucken, ob die vielleicht für uns Dinge bereithalten. Ja. Diese netten Einwohner anderer Welten. Ich muss erst mal sehen, was ich da hingestellt habe. Ach geil, das ist ja cool. Voll cool. Hab ich auch geliehen. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz für Essen sorgen. Oh, der Staubsauger. Machst du gut, Roventon. So. Bidi, bidi, bidi. So. So, du kriegst nix. Du bist ja ein Roboter. So. Nee, warte, ich teile dann auch. Oh, ich habe 86 Gold. Ich muss ja noch smelten. Du auch, ne? Nee, ich habe schon so ganz heimlich nebenbei. Ach, krass. Du krasser Roboter. So, lala. Doch, ich bin gegen das Ding gelaufen. Mit dem Kopf. Ja. So, warte. Das ist einmal eine Spezialität auf dem Planeten, von dem ich komme. Ja. So, oh, das brauche ich zurück. Warte mal. Scheiße, das ist ja das ganze Stroh. Warte. Ich wollte nur eins nehmen. Mist. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du ganz nach links oder so läufst, da kommen die dann. Rat mal, wo ich bin. Ja. Ja, ist unsere Bestimmung. Für wahr, alter Freund. Vielleicht kommen wir dann mal auf deinem Planeten raus. Meinst du auf so einem Affenplaneten? Alles voller Affenscheiße, überall Bananenschalen. Überall sitzen die Leute auf dem Fenster und werfen ihre Kacke. Komme nach Hause. Warum? Wäre ich doch im Krieg gefallen. Scheiße. Wir waren übrigens beim gleichen Typ klauen. Also das Küchending habe ich gerade gebaut. Nee, ich meine, was das Werkzeugding angeht. Hier, ich hab ach, so eins. Ah, cool. Der Arme. Naja, egal. Der hat ja bestimmt andere Sachen im Leben. So, bester Freund ist weg. Ich dachte, du wirfst dich jetzt ins Bett und heulst. So, mal gucken, kann ich die jetzt vielleicht da einfach? So, dass der andere voll ist. Oh, und... Alter. Ja, ich habe das alles gefunden gerade. Gefunden vor allen Dingen. Es ja. War halt da. Oh, ich habe drei von den Fässern? Wieso habe ich drei? Ja, die habe ich, ja. Ach so. Also, ich dachte, zwei sehen blöd aus und naja. Weg. Ist ja so ein Werk-AG-Raum, habe ich das Gefühl. Ja, dann, ich würde sagen, wir trinken Tee bis in die nächste Folge rein. Da entspannen wir uns jetzt erstmal gemütlich. Also, ich trinke mein Schlumpfenblut. Warte, oh, jetzt kannst du dich hinsetzen. Schade. Ach, schade. Habe ich noch was? Ah, ne, auf den Tisch draufstellen. Wir haben ja schon eine Fensterbank. So. Das sieht irgendwie schräg aus. Habe ich noch was für einen Kamin eigentlich, was ich da draufstellen kann? Ich will das jetzt nicht abbauen, dann baue ich wieder alles ab, oder? Oder? Die goldene Ente. Die ist doch super. Und kann ich hier nicht in der Küche vielleicht... Pass auf. Ja, wir müssen ja oben eh noch fertig bauen ein Stück, ne? Ja, das stimmt. Und vielleicht kommt ja noch eine Etage drauf, man weiß es nicht genau. Ja, gucken wir mal, vielleicht wissen wir das ja schon in der nächsten Folge. Ja, wer weiß.
weiß, wer weiß, wer weiß. Ich würde auf jeden Fall einschalten. Ich auf jeden Fall auch. Oh, ist das billig. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ich weiß auch nicht. Du hast so in der neuen Brigitte gelesen? Das sind ja 10 Tipps, um sich einen Mann fürs Leben zu angeln. Ein Mann fürs Leben. Ach, du, hör auf. Ja. Mir wird gerade irgendwie schlecht. Ja, ach Mensch, schön. Wir sollten einfach die Starbound-Folgen machen, wir jetzt immer. Wir sitzen hier einfach nur und tratschen. Ja, genau, let's talk. So. Ja, let's tratsch einfach. Du, der Prinz Albrecht. Alter, das machen wir echt mal. Wir kaufen uns eine Bunte und reden über die Themen in der Bunte. Das wäre doch lustig. Alter, dann deabonniere ich mich selbst. So zur 100. Folge oder so. Boah. Alter, meine Frames, guck mal, meine Frames kotzen auch gerade. Ja. Trinkst du wieder Blumenkohlsaft, ne? Boah, Kohlrabi-Juice. Mal gucken, was ist denn eigentlich? Kriegen, ne? Ich hab grad ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, ich arrogantes Schwein. Ach, ich hab ja genug. Was denn? Kennst du mich noch? Ach, bist du nackt? Geh mal weg. Ich kann das gar nicht ertragen. Ja. Diese kleine Schraube, die da rauslugt. Alter! Boah, wer ist das denn? Das ist Shakespeare als Roboter. Geil. Total geil. Voll doof eigentlich. Achso, ja, also du läufst also. Mhm. Er geht. Das heißt gehen. Ja, also, ne, laufen, gehen ist für mich das Gleiche. So. Ach so. So, pass auf, ich hau mal die Goldbarren noch oben mit rein. Wollen wir das mal machen? So. Alter. Da ging nicht zu, ne? Was? Was? Nein! Was hast du wieder gefunden, ne? Direkt die erste Höhle mit viel Bargeld. Ja, Gott sei Dank, ich hatte schon Panik gerade. Ja, ja, wir wollten hier auch mit wedelnden Armen im Kreis um den Computer gerannt. Ja, so. Boah, das wäre... Jetzt hab ich nur 30 FPS gerade, das ist ja auch geil. Ah. Ja, ein Stück zurücklaufen, danke. Genau. Sieht mal aus wie so ein Jesuskreuz. Ich wollte gerade sagen, muss das Blut noch abwischen vorher. Ich hab da zieh mal die Nägel raus. Ich hab hier noch was vor im Garten. Ach, ich Vollidiot. Okay. Ich bin so blöd. Okay. Die sind oben in der Inventarleiste, auch das Wallpanel. Mann. Oh. Alter, ich bin so bescheuert. Voll das Mysterium. Das Spiel ist kaputt, Alter. Wie können die sowas releasen? Mein Gehirn ist kaputt. Wie kann man sowas releasen? Das ist mir voll peinlich jetzt. Weil war zu doof. Oh, 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 Alter, Alter, oh. Alter, Alter. Nein! Oder geht's noch weiter nach oben? Tschüss! Oh, 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 Kohle. Oh, lecker. Oh, oh, mm. Oh, oh. Oh, noch mehr Kohle. Oh, oh, oh. Wie der Affe da rumspringt. Ja, das sieht so geil. Oh, Gold. Alter, oh, Eisen. Oh, es ist kalt. Es ist sehr kalt. Achte auf deinen Kältepegel. Wieso ist der nicht kalt? Alter, Alter. Geil. Hast du wieder was gefunden? Nein. Oh, mir ist bitter. Hast du gerade gehickst dabei beim Lachen? Ja. Ich glaube, ich kriege einen Schluck auf gerade. Wie geil. Das bringt das Let's Play nach vorne. Bringt das Let's Play nach vorne auf jeden Fall. Ja. Silber. Ich finde Sackroboter Kackermann hört sich an wie so ein Reggae-Song. Sackroboter Kackermann. Geil. Möchte ich fast direkt aufnehmen. Könnte die neue Elektro-Titte werden. Rafft nur einfach keiner. Ja. Er macht so einen Scheiß, ey.
Ich stürze mich wie ein wild gewordener Affe auf alles, was glänzt. Ach so. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Deine Goldzähne. Einfach aus dem Zahnfleisch gerissen. Du trägst doch Grills, oder? Bear Grills, ja. Ja, auf Händen. Zum Traualtar. Was? Was? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich hier rede. Ich grabe mich hier gerade einfach durch die Dunkelheit. Es gibt wirklich Menschen, die das essen müssen halt so. Oder halt essen. Das war... Gibt's da vielleicht auch was bei Schlecker, oder? Ja, es gibt eine Tiefkühltruhe bei Rewe, gibt's da. Ja. Wurmfortsatz. So. Ah, Alter, Rohstoffe, Rohstoffe. Die Oralexplosion. Ach, ja, aber im wahrsten Sinne. Er fängt da schon an mit seinem Schluck auf wieder. Ja, irgendwie, wenn ich lache, habe ich den Schluck auf. Das ist komisch. Komisch. Ach, Diamanten sind doch voll out mittlerweile. Ja, aber weißt du, die waren gerade in der Erde, deswegen dachte ich, die Erde kannst du ja so schnell abgraben. Alter. Was denn? Auch noch in der Erde, so voll easy einfach. Ja, gleich neben dem Goldvorrat. Ja. In der Erde. Am besten noch im Kies oder so. So. Jetzt warte ich hier einmal, bis das Wasser abfließt und baue schon mal eine Fackel da in die Dunkelheit. So wird's gemacht, Freunde. Und dann nehme ich das Gold aus der Erde da auch noch mit. Ach ja. Grab mich hier durch den härtesten Stein überhaupt, ey. Hier sind noch weitere von diesen Fackeln, die man mitnehmen kann, wo dann viel Geld bei rumkommt. Das ist ein Traum. So, noch weitere Geldkassetten. Und was machst du so, Tobi? Hm? Hasse dich. So, oh, da ist... Ja, ja, das stimmt. Wobei ich jetzt hier schon lange durch eine Zune-Schicht grabe. Durch eine was? Zune? Ist das ja, nicht dieses komische Musikding von Microsoft? Das ist doch richtig durchgestartet, das Ding. Die Konkurrenz zum iPad. Mega erfolgreich. Ich habe 3. Ach, wie geil. Ich habe auch eine Höhle gefunden mit ganz, ganz vielen Geldkassetten. Blim, schon da. Ja, du hast gleich so einen Affen durchs Loch fallen. So. Wow. Alter, schon wieder Diamanten in der Erde. Ey, da freut man sich voll. Ja, ist auch ein bisschen gemein, muss man ja sagen. Ich hoffe, du hast da auch Mitleid mit mir jetzt. Ja, natürlich. Wir teilen ja. Ja, das stimmt. Mist, stimmt. So. Nee, ist ja so. Sonst glaubt das noch jemand. Also, dass wir teilen. Ach so. Stehst da nicht so drauf? Sie offenbar nicht. Ich habe gleich begeistert losgeprügelt. Wie der Frauenschläger, der ich ja nun mal bin. So. Deswegen auch in der Disco und in der Kneipe immer irgendwie Frauen anrempeln und sagen, ey, wir regeln es vor der Tür. Wie ein echter Gentleman. So. Ups. So, ich glaube, ich habe jetzt Bananenbrot gegessen. Ich springe höher und laufe schneller. Das nutze ich jetzt mal schamlos aus und springe jetzt zur Geldkassette. Ach, schön. Das Doof ist, ich komme nicht wieder zurück. Es sei denn, ich springe weiter. Aber ich glaube, das Risiko gehe ich gerade nicht ein. Ich mache hier lieber einen Laufsteg. Und hier sind überall Rohstoffe und Geldkassetten. Was? Da war gerade eine Störung im Teamspeak. Ja, genau. So, dann grabe ich mich hier mal Geldkassetten lang. Ich finde aber auch hier echt nirgendwo welche. Nee. Aber ich habe noch einen unerforschten Abschnitt gefunden. Ach, sehr gut. Super. Gibt's da vielleicht Geldkassetten? Oh ja, unter Wasser eine Menge sogar. Cool. So viel Kohle. Ja, Geld. Also ist quasi auch hier Lava so ein bisschen das Ende, kann man sagen. Ja, das glaube ich aber auch. Das glaube ich auch für dich mit. Glaube ich immer einmal mehr wie du. Huch, kann ich da? So, ach komm, diese Geldkassette lasse ich dort liegen. Fehler habe ich aufgenommen. Ja. So, dann springe ich mal zur anderen Seite weg. Bin fort.
Hey, und da oben ist eine Höhle mit Geldkassetten. Das gibt's doch gar nicht. Was denn? Was? Wieso? Ja, ich find null von den Dingern. Das du, hast doch gerade noch gesagt, du hast eine Mega-Höhle mit geilen Geldkassettenvorräten gefunden. Wie viele Pixel hast du? 2500 irgendwas. 400. Alles gesagt, oder? Ja, du haust ja auch immer auf den Kopf. Ich bin ja der sparsame Affentyp. Ja, ja, natürlich. Wir bezahlen ja mit Bananen und Entlausen, weißt du? Ja, natürlich, bin ich auch. Ja, ja, ich weiß. Huch. Hab ich fast die Fackel wieder abgebaut. Also physikalisch wertvoll, dieses Let's Play hier. Geil. Erklär doch mal das Prinzip, dem das zugrunde liegt. Nee, besser nicht. Wir haben Pasulke Fragen, oder? Das wieder von. Ja? Das Schlümannsche Wandelprinzip. Muss erst mal googeln gerade, warte. So, oh, da unten. Endlich, ich habe Geldkassetten gefunden. Oh. Irgendwer hat da sein grünes Gras hinterlassen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Vor allem immer so, dass man nicht durchkommt auch. Weißt du, ich finde hier nicht eine einzige. Ja. Ich bin echt empört. Aua. Was bist du denn? Wenn du jetzt stirbst, dann lache ich aus. Dann mach ich aus, dann habe ich keine Lust mehr. Oh, was ist das? Was ist das für eine riesige Kiste? Ich frage mich, wo du gerade bist. Das frage ich mich allerdings auch. Ich bin durch einen Abschnitt gelaufen, wo wir vorher schon mal waren. Ich weiß, wo du bist. Hallo, hier auf der anderen Seite, hier hinten. Ja, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Oh, Alter, du Penner. Das ist so fassbar. La 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 la. Sag mir mal, was in der Kiste drin ist. Ja, das mache ich gleich. Alter, was ist das für ein Zufall jetzt? Wie er sich über die Geldkassetten freut gerade. Ja, und du stehst vor der Kiste so. Das ist so gemein. Tut mir echt leid, ey. Das tut mir echt im Herzen weh. Warte, ist das ein Diamant, den ich hier gerade mitnehme? Das dauert gerade so. Ah, nee, ich habe ja. Das ist ja gar nicht die Spitzhacke hier. Deswegen dauert das so lange. Nix. Du bist doch in der Nähe. Sag doch mal, ich helfe dir gerne. Ja. Jo. Was lachst du denn so dreckig? Du alte Rostschraube. Was denn? Ich find super, wie wir uns hier eigentlich mehr oder weniger bekriegen. Was eigentlich letzten Endes überhaupt nichts bringt, aber ist eigentlich scheißegal, weil es Spaß macht. So. Oh, huch, wo bin ich denn? Oh, noch eine Kiste. Hör auf. 5 Diamanten. Schweinerei. Hey, 356 Pixel in der Truhe. Alter, das gibt's. Ist ja nicht so, dass du schon irgendwie 3000 hast oder so. Ja, 3100 habe ich jetzt erst. Alter. Ey, es tut mir so leid. Ich weiß, kann man Pixel irgendwie schenken? Schreib doch mal bitte in die Kommentare, ob das geht. Du sollst ja auch nicht. Ich sofort nur noch mit dem Sarazar, der hat wenigstens Pech. Ich habe sonst nie Glück im Spiel eigentlich. Ich denke mal mit so Blueprints dann ja. Boah, Alter, stimmt ja, wir müssen ja noch so viel finden und machen. Ja, Blueprints ist echt heftig, bis man die mal hat. Vor allem kann die ja immer nur einer lesen dann. Stimmt. Ich weiß jetzt schon, wer das sein wird. Oh, eine Kiste, oh, Blueprints, oh. Ja. Ich wünschte, kann man eigentlich Blueprints teilen? Schreibt es doch in die Kommentare. Ja. So voll scheinheilig einfach. Wie geil. Huch, Alter. Guckst du. Oh, noch eine, Alter, noch eine Truhe, Alter. Ey, ich lüge ehrlich, nicht. Ne? Ich lüge nicht, aber da ist auch nur ein scheiß Hammer drin. Aber das ist wieder eine große Truhe. Gut für unser Häuschen. Weißt du, wenn so eine Scheißkiste ist, sagt er mal gut für unser Häuschen. Ja, was denn? Das ist gut. Die Geldkassetten habe ich doch gar nicht erwähnt, die hier rumfliegen. Stören mich auch schon gar nicht mehr mittlerweile. Siehst du? Oh, ich habe ein paar Häuser gefunden. Oh, wie süß. Lässt du mir die? Ich habe schon lange keine Häuser mehr gefunden. Es würde mir viel bedeuten. Geldkassetten.
Geldkassette. Nee, aber ich habe leider keine Geldkassetten mehr hier. Das finde ich ein bisschen, also ganz ehrlich, ja, bin ich ein bisschen traurig gerade. Deprimiert mich. Ich habe hier noch zwei. Willst du zu mir kommen? Oh, das wäre so schön. Es würde mir viel bedeuten. Dann halte dir mal vor, dass du offscreen spielst und dabei mache ich das selbst. Voll der Mega-Character. Zieht sich da voll die Lumpen an für die Aufnahme, geht dann aus dem Bild und macht gräbt da selber irgendwo rum. Boah, das Spiel ist voll buggy, ich will mein Geld zurück. So, Alter, Kohle ist auch noch ein bisschen da, das lobe ich mir. Dann ist gut, wir wollen ja brüderlich alles teilen. So, was haben wir denn da? Huch! Weißt du, was wir irgendwann im Let's Play mal machen müssen? Was denn? Einer schnappt sich die Rakete und verpisst sich. Und jetzt, wo du das schon ankündigst, ne? Nee, einfach nur mal so just for fun. Irgendwann mal. Das Problem ist nur, man muss sich aber gegenseitig wieder abholen. Wieso haben wir das vorher nicht gefunden? Meinst du, wo wir noch zusammen und in einem Team durch die Gegend gelaufen sind? Also zusammen ja? ja, gut. Im Anti-Team. Alter, was ist das denn für eine Höhle hier? Boah, wenn du so redest, hast du auch verloren. Tja, aber echt, Alter. Der Synchronsprecher konnte wahrscheinlich einfach nicht anders. Ja. Alle haten den, aber der spricht einfach so. Liebling, ich bin zu Hause. Der Tag war hart. Boah, oh Gott. Jetzt leg dich hin. Ich komme. Ich bin sehr scharf, liebes Geheweib. Ich bin sehr scharf. Alter, Pixel. Waren ja nur 72, das geht ja noch. Du rechnest nur noch in 100er Schritten, ne? Natürlich. Oh, da lag noch einer. 6, Entschuldige. Habe ich aus Versehen 6 liegen lassen, weil das so viele waren gerade. Keine Rohstoffe, dann gehe ich wieder. Immerhin sammle ich ja Rohstoffe für uns. So extra noch 50 Mal betonen die ganze Zeit. Ja. Der Selbstlose. Mach das Ganze auf jeden Fall glaubwürdig. Ja, natürlich. So. Darf ich dir mal unter Freunden einen kleinen Tipp geben? Ja. Bei diesen Häusern, ne, da stehen ja immer so kleine Lampen rum, diese Laternen. Kann man auch weghauen? Auch da sind Pixel drin. Ich finde es sehr nett, dass die hier alle noch stehen übrigens. Ich dachte, du gerade sagen, wieso willst du mir einen Tipp geben? Das hat mich schon gewundert gerade. Ich dachte, du wüsstest das. Mich gibt's öfter. Ach so. Hier ist mal jemand anderes am PC. Tobi, Schnobi und Norbert. Ja, und Schwobi, den gibt's ja auch noch. Schwobi, ja, mit dem habe ich schon, ja. Das ist der warme Roboter. Ja. Ach, den hat man ja auch schon. Der. 110001. So, Kopfschall R2-D2. Es läuft immer noch ab. Krass. Na, dann kommen wir wieder hoch, dann ist das ganze Dorf weg. Ach so, ja, das mache ich aber auch, aber dann komme ich nochmal zurück und grabe alles andere noch weg. Das merke ich mir nicht, sowas. Da habe ich extra so Gehirnplatz für reserviert. So. Rohstofftechnisch hat sich das jetzt nicht gelohnt, diese Exkursion hier oben. Dabei wollte ich für uns doch Rohstoffe sammeln. Wer ist das denn? Kennst du nicht? Nee. Nee, dann frag lieber nicht. Okay. So. Bitte auch nicht danach googeln. Ich war gerade dabei. Echt? Ja, so nebenbei. Ja, ich baue das jetzt für dich ab, oder? Ja, das finde ich super von dir. Oder? Unter Freunden baue ich das einfach mal für dich ab. Ja, das finde ich toll. Ja, da ist man einfach gut Mensch, weißt du? Man will ja auch unter Freunden dann auch mal einen Gefallen tun, ne? Krieg hier gleich zu viel. Was, wieso? Wieso das denn? Ist schon schwer manchmal, aber gut, dass du mich hast, oder? Bin ich super, ja. Ja. So mit den Fäusten quasi auf den Tisch zusammenkrallen. Ja. Oh, jetzt hier, ganz gefährlich. Hier muss ich auch nochmal auftauchen, weil ich Wassernot leide. Warte, ich Atemluftnot leide. Luftnot? Ja, die ist zwar cool, die Axt, aber ich glaube,
Gucken wir mal. Da ist aus. Ja, gucken wir mal, dass wir dir was Neues machen. Ich sammle schon die Rohstoffe für dich. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Nee, wirklich. Alter. Ich meine durch. Naja, ist halt ein anderer Höhlenabschnitt. Ach ja. Huch. Das ist ja wie, wir sind ja wie Eichhörnchen. Wir lassen die Sachen quasi, wir verbuddeln die für später, wenn der Winter kommt. Alter. Was denn? Glaubst du den Scheiß, den du da machst? Einfach schön. So. Bei mir ist das so, dass ich sie nirgendwo gefunden habe, die Serie, auf den ganzen Anbietern legal Serien zu gucken. Auf den ganzen, die habe ich nirgends gefunden. Auf den legalen Seiten. Nee, wirklich, also ja, ja, Serien gucke ich wirklich nur so auf legalen Seiten, sag ich mal. Mach ich auch. Sowas. Genau, das mache ich auch. Da bin weil ich das auch. Sind einfach so krasse Serien, die will ich gar nicht auf. Genau, genau. Ja, ist super, vor allen Dingen, weil die auch sehr oft sehr neue Filme haben. Und ja. Da kann man dann auch mal, das ist ja dann auch cool. Das ist so mies eigentlich. Eigentlich schon, aber es ist gut, immer starke Partner mit an Bord zu haben. Ja. Kann nicht schaden. Und wenn es nur darum geht, ab und zu mal Filme zu sehen. Schäme ich mich ein bisschen, aber warum denn eigentlich? Ja, wollte ich gerade sagen, warum? Nee, fände ich schade. Wäre echt nicht schön. Ja, ach so, ja, natürlich. So, jetzt ist die Frage. Du kleiner Drecksack. Und das ist der Grund, warum ich hier die ganzen Rohstoffe hole. Weil der Tobi mich immer fertig macht in den Aufnahmepausen. Du hast heute 3 Geldkassetten mehr gefunden. Ich habe das mitgezählt. Ich führe genau Buch. Genau. So. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin, ehrlich gesagt. Ah, ich weiß auch genau, wer das ist. Ja. Der Typ, der bei niemandem irgendwas gut hat, weißt du? Der kleine Drecksack. Huch, oh. Der des Lebens froh sein sollte. Ja, aber echt. Um Leben und Tod kämpfe ich hier, um uns eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Langsam komme ich mir vor wie Merkel, wenn ich hier die Sachen erzähle. Ja. Wir müssen gemeinsam... Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Obama sitzt am Handy und nickt. Ja, genau. In den letzten Jahren haben wir eine solide Politik gemacht. Alter, wie viel Kohle. Dann wundert man sich höchstens, warum der eine plötzlich 2000 Pixel mehr hat. Aber man kann damit leben, weißt du? Muss es immer wieder reinbringen. Was? Was denn? Alter, wie viel Kohle hier ist. Warte mal ganz kurz. Ah nee, das kann ich gerade nicht machen, weil die Stoppuhr da läuft. Was denn? Die Stoppuhr läuft ja auf dem iPad und ich hatte überlegt, ob ich mir nicht so einen Kasching-Sound auf irgendwo im Internet aufmache. Ach so. Kasching! Kasching! So, huch, warte mal. Hey, da oben ist eine Höhle, wo wir schon waren. Die connecte ich jetzt mal. Fürs Team. Was denn? Nö, also naja, ohne Ende nicht, aber zumindest ein großer Vorrat, den ich jetzt dezimiert habe. Hashtag fürs Team. Natürlich. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Kennst du das noch? Überleg gerade, woher stammte das denn nochmal? Ich komme aus Rödelheim, steck deinen Dödel ein. Kennst du das nicht mehr? Ah, ja, doch, jetzt klingelt es gerade wieder. Ich komme aus Dresden, ich mache einen Reim, verstehst du? Alter, dieser komische. Ach ja, oh, jetzt habe ich hier gerade noch eine. Oh ja, habe ich ja gerade noch eine andere Höhle aufgetan. Es ist Sand! Es werde Sand! Alter, wie ich hier den Sand gerade mitnehme, einfach für Glas natürlich, fürs Team. So. Alter, der Affe boxt sich hier durch den Sand. Ich wünschte, du könntest es sehen, wie ich mich hier reinknie für uns. So. Und jetzt kommst du, Tobi. Was machst du eigentlich gerade? Ich hole gerade Diamanten, die ich gerade gefunden habe. Fürs Team. Ja, natürlich. Ich brauche das gar nicht erwähnen. Du hast gezögert. Ich habe es gehört. Aber wahrscheinlich musst du dann deinen Chipsatz erstmal nachladen. iRobot. Oh. Ich bin froh, dass Unterwassergraben nicht länger dauert. Alter Schwede. Ja, wie bei Minecraft, ne? Ja. Manchmal ein bisschen... Was lachst du denn gerade so dreckig? Ich glaube 10 Diamanten oder so.
Okay, es ist wirklich sehr dreckig. Wie kannst du nachts noch schlafen? Nee, leider nicht. Ich muss mich hier mit den billigen Geldkassetten begnügen. Wo auch immer du bist, ich grabe mich gerade durch die grünen Krusten und da gibt's noch jede Menge Rohstoffe. Vor allem Kohle. Ich mache das ja für uns. Ja, ja. Nee, ich grab mich hier schon die ganze Zeit durch dieses rote Gesüff da. Ach, durch Obsidian. I will crush your skull into the ring. Yes, and I will eat your family. Kennst du immer diese epischen Wrestler-Ansprachen, Alter? Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Was? Was denn? Ich guck das heute noch. Affenjunge has disconnected the server. Nee, aber ich guck das echt heute noch. Das ach, krass. Ist schlimm eigentlich. Also live auch so richtig und. Ach, live naja. Auch? Boah, ich habe das früher immer geguckt, muss ich sagen. Ist das der Million Cent Man oder ist das der 50 Cent? Nee, wieso? Sein Sohn? Wie? Ich mach dann auch, mein Sohn heißt dann Gregor der Zweite. Oh, ich habe noch ein paar Diamanten aufgetrieben. Ich habe mich inzwischen wieder ein bisschen aus dem grünen Bereich rausgegraben. Ich glaube, ich komme langsam in den grünen Bereich wieder rein, aber ich bin verfolgt. Sand nehme ich natürlich alles mit. Für Glas. Für uns. Für eine bessere Zukunft. Liegt nachher auch so im Bett. Oh, für uns. Oh. Alter, ist ein bisschen ekelhaft. Alter, ja. Wolltest du auch Rohstoffe abbauen, oder? Will ich gar nicht wissen, was du da für eine Mine entdeckt hast. So. Wachst du auf mit dem Schokofinger. Ah, der Tobi. Jetzt wacht er langsam auf. Der Ekelhafte. Oh, was habe ich denn da unten gesehen? Oh. Wo bist du eigentlich gerade? Allein die Frage macht mir schon Angst. Ja, ist das so? Wo bist du denn gerade? Ich guck gerade was, ich bin gerade bei der Händlerin hier oben rausgekommen, beim Brunnen und so. Du bist gerade bei der Händlerin oben rausgekommen? Was? Wiedergeburt oder, Darmspiegelung. Ah, okay. Oben? Ach ja, sind ja Roboter, die machen das ja anders. Ja, von, nee. Was? Egal. Was? Nee, ich will das gar nicht. Ist auch besser. Vor allem Darmspiegelung bei Robotern, das ist auch so, als würde man Abfluss reinigen, oder? Da nimmt man Abfluss frei, das macht den Abfluss frei. So, und jetzt bücken, gleich kommt die WC-Ente. Was ist das? Oh, Entschuldigung, Alter, mir ist ein bisschen übel. So, ich muss meine Spitzhacke dringend reparieren. Wie spät ist es eigentlich gerade? Sag mal. Jetzt so, in echt so, 5 Uhr. 5 Uhr, ah, das ist ja beruhigend. Morgen ist ja, also heute ist ja Livestream, ne? Ist ja, das ist... Werde ich bestimmt wieder mega fit sein. Mist, wir nehmen das gerade am Donnerstag, also quasi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor dem letzten Livestream auf. Macht mit dir auch sehr Spaß, muss ich sagen. Muss ich ja ehrlich zugeben. Ja, kann ich nur zurückgeben. Bin ganz überrascht. Nee, eigentlich gar nicht. Alter, eigentlich gar nicht. Alter, was ist denn das hier? Wir hier mit unserem Doppel-Single-Player-Let's Play. Zweimal Sarazan einem. Ja, aber echt. Die Einpark-Challenge. Oh Mann. Ist krass, wie gesagt, ich hätte eigentlich jetzt echt erwartet, dass wir soweit alles gesehen haben hier. Hätte ich eigentlich auch gedacht. Die Wahrheit ist natürlich, ich sitze hier die ganze Zeit irgendwo in so einem Erdloch und erzähl dir was. Ja, das würde ich dir zutrauen, nachdem du mich das letzte Mal so verarscht hast. Boah, Alter. Nee, aber die Höhle ist, du hast aber nicht das Passwort eingegeben gerade, ne? Ah, jetzt während der wieder, Aufnahme? Doch. Hast du das Passwort während der Aufnahme eingegeben? Nein, habe ich nicht. Wie hast du denn connected? Indem ich das Passwort während der Aufnahme eingeben und das rausschneiden muss. Toll, du schlauer Hund, du. Alter, wenn du das vergisst, sind wir am Arsch, weißt du, ne? Nein, das mach ich jetzt ist sofort. Ist der Server weg. So, auf jeden Fall, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hoffe ich, 50 Minuten reichen ja auch mal irgendwann. Viel Spaß beim Gucken, wenn du bis hierhin geguckt hast. Mein Glückwunsch und vielen Dank fürs Aushalten. Du hättest das Passwort sehen können. Ja, nein, du hast es ja rausgeschnitten. Ja, natürlich. Alter, ich hau dich, wenn du das nicht rausschneidest. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Oh, geil. Warte mal, ich habe leider keine Schrauben dabei, aber ich werde mal gucken, was sich da noch finden lässt. Gleich mal reingucken. Was? Was? Was denn? Wie das Ding da oben auf einmal am Wackeln ist. Für das Team. Ja, für das Team, genau. Oh, wir müssen die Waffen übrigens wegstecken, weil ich habe nämlich gelesen. So, keine Ahnung, was du machst. Ich heile mich. Hey! Der Drecksack-Roboter. Das gibt's ja gar nicht. Der so. Alten einfach mal das Bett geklaut. So. Das ist unverschämt. Ja, unverschämt. Das Bett hier oben. Ah, hey, den Kamin. Psst, nimm mal den Kamin mit. Auch. Und das Bücherregal und das M-Symbol und... Entschuldigung. Die armen Leute, ey. Warte mal, ich glaube, ich habe jetzt Double Jump. Yeah! So wie Mario? Yeah, yippie, yippie! Double Jump, willst du auch, willst du auch, willst du auch? Ist das so eine Blaupause oder wie? Ja! Und ich habe noch einen im Inventar, wenn du möchtest. Ja, gerne doch. Lieber Doofkopf. Aber Mist, dann kommst du ja auch an die guten Rohstoffe. Warte. Das ist unglaublich. So, ja, bitte. So, den musst du einfach nur in deinen Organismus pflanzen. Okay. Jetzt frisst dir das ganze Brot auf erstmal. So, pass auf. Einfach nur wahrscheinlich Linksklick, ne? DPS 14? DPS 9, ach so. Wieso? Also, wieso gibst du mir jetzt einen scheiß Schleimblock? Nur das Beste das ja, für dich. Das ist ja unfassbar, dieser Kackroboter immer. Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Ach super. Komischen. Dann packe ich mal die Taschenlampen da rein. Alles farblich schön sortiert, ne? Das ist wichtig auf jeden Fall. Ja, und wie schön man das automatisch macht einfach. Das finde ich toll. So, das kommt da auch rein. Das ist eine Standard-Taschenlampe. Die brauchen wir ja eigentlich auch nicht mehr, weil die haben wir ja eh immer dabei. Zack, die tue ich mal einfach mit da rein, damit der Farbcode stimmt. So. Ich komme langsam vor wie Monk. Ja. Dann habe ich. Ich muss Hände waschen. Ein Bananensamen. Ist aber gut so, ist aber gut so auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Ich habe gebeamt. So, pass auf. Vor allem, der sieht aus wie ein Wellensittich. Der ist bestimmt zahm. Ja. Hey, hallo, kleiner Freund. Hallo. Oh, geil, schöner Gong, Alter. Und die Türen gefallen mir super. Okay, lass dann, dann gehört dieses Haus jetzt offiziell uns. Wo hast du das denn her? Keine Ahnung, das konnte ich mir in diesem 3D-Printer craften im Schiff. Das ist ja geil. Voll der Lustige. Ich bring ihn aber nicht um. Nee. Aber der sieht voll lustig aus. Ich möchte ihn gleich mit Vita-Kraft füttern, Alter. Huch, jetzt kommt er wieder zurück. Ah, ich glaube, der hat sich einfach wieder beruhigt. Oh. Was macht er jetzt? Ich arbeite hier. Ich arbeite hier, verdammt. Mann. Dass der meine Arbeit nicht respektiert hier im Schacht. Einfach auf dem Planeten alles umbringen. Planet der Affen. Das war der Beginn damals. Das ist ein Bergwerk, da passieren Unfälle. Und du hast nichts gesehen. Ich sonst, renn auch schon weg. Sonst wirst du demontiert. Alter, wie viele Rohstoffe sind denn hier? Oh, ich glaube, ich muss zurückkommen. Wieso gibt's denn hier keine Rohstoffe, wollte ich sagen. Ja, du machst das da unten schon mal. Ich komme dann vorbei und hol mir diesen Rohstoff. Wie immer halt. Fürs Team. Ach ja, natürlich. So. Boah, was ist das denn für eine Kreatur da unten? Oh, ich komme. Euer Opa bei Starbound. Ich schwöre, Junge. Na, was? Call of Duty 20. Boah, was ist hier los? Was ist der Diamant? Der Diamant ist böse. Das ist das Urböse einfach. Was sieht eigentlich, wenn ich die Tür jetzt aufmache? Geil, dann fließt das Wasser raus. Cool. Hätten sie das mal bei der Titanic früher gehabt. Hätten sie statt Titanic zu fahren mal Starbound gespielt, die Idioten. Ja, aber echt. Vielleicht wegen der Lampe oben. Die habe ich schon, die ist verschwunden.
Ach so. Die war gar nicht da. Das wäre... Das wäre... So ein Bondage-Room, Alter. Dann baust du da hinten noch durch und dann ist das ein Glory Hole. Oh, Alter, auf dem Roboterplaneten. Glückwunsch, ja. Alter. Lutscht immer nur in so einem Stück Metall. danke. Piss ich dir gerade auf den Kopf. Hallo. Ja. Guten Tag. Tschüss. Ach, das nehme ich doch mit hier. Danke. Alter. Dieser Kackaffe, ey. Ach, ein Traum. Ach, da war der Tobi überall schon. Naja, eben. Was vielleicht daran liegen kann, dass der Planet wieder ganz ist. Hallo. Oh, Mensch. Hast du jetzt da unten... Alter. Waren das die Lampen, die du meintest? Oh ja, und so ein fette Häuser und sowas. Alter, das ist so ein... Alter, ich wusste doch nicht, dass die das waren. Alter, das ist ja ein Traum. Oh, oh, oh. Alter, wir haben Vorrush. Was aber selber, nur die andere, der andere Weg. Und übersieht sogar die Lampe da im Wasser. Da war ich noch nicht. Natürlich warst du da, ich hab's doch gesehen. So. Wenn du wüsstest, dann würdest du wissen, dass ich nicht nachlasse. So, das waren 3 der Diamanten. Ne, 4 sogar. Sogar? Hm? Was? So, 5, 6, 7 sind's ja nur. Es geht ja noch. Ach, nein, na dann. So. Tobi, was willst du hier? Boah, der Sack. Oh, 2 Diamonds. Oh, schön. Der Sack, Alter, dich baue ich zu. Nein. Ich hab mal dreckig gemacht. Und Bastard Sword, ja, toll, das bringt ja gar nichts mehr. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab einfach die Fackel abgemacht. So. Ach so, viel Spaß. Wie lange nehmen wir eigentlich gerade auf? Wir sind erst bei 34 Minuten. Ah, gut, gut. Ja, macht dir keine Sorgen. Ist alles noch im grünen Bereich. Was macht deine Platte? Oh, da habe ich eine Geldkassette vergessen. Und wieso gehst du jetzt weg? Ah, das hast du doch schon. Nee, ich brauche wirklich Hilfe. So. Hast du wieder Mods installiert? Ja. Wie sieht's denn eigentlich körperhygienetechnisch bei dir aus? Sag mal, Tobi. Tschüss. Alter, der kleine Troller. So, hier sind noch Geldkassetten. Oh, da darf ich nicht rein. Sagte er und klimperte rum. Was denn? Ich will mir, glaube ich, so eine Affenjunge-Cam kaufen. Ja, aber echt so eine Helmkamera. Ob ich auch ja nichts finde. Ja. Mit Spawn-Option am besten. Oh, oh. Mist, jetzt könnte ich sie doch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, Mensch. Lalalalalalala. Was denn? Nichts. Sag's ruhig, ich habe auch gerade Diamanten gefunden. Nö. War nichts. Hab mich geirrt. Ich dachte, ich hätte was gefunden. Oh. Ich wollte möglichst schnell das möglichst Beste herausholen. Fürs Team natürlich. Ja, klar. Boah, diese Lügen widern mich an. Leider schon, ja. Wieso leider? Was? Nee, finde ich gut bei mir. Ja, oh, wie er sich sofort auf die Dinger stürzt. Wie ekelhaft kann man sein? Wie ekelhaft kann man einfach nur sein? Was denn? Das ist unglaublich, ey. Hm? Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Oh, dieser widerliche Roboter, ey.
Ja, da sind aber nur so komische Kackwaffen drin. Die hatten wir alle schon mal gefunden. Ja, vor allem diese Neunerstärkenwaffen, ne? Die keiner braucht. Ja, irgendwie. Genau. Und die, das komische Ding, was ich letztes Mal anhatte, wo man irgendwie voll langsam schlägt mit. Glückwunsch. Ich muss mir noch Pixel ja noch ehrlich verdienen, indem ich heimlich vor dir weglaufe und unerforschte Höhlen finde. Ich merk's schon, ich bin immer allein in diesem Let's Play. Immer. Oh, armer Robi. Nee. Nimm ruhig, das ist okay, Tobi, hm? Zu Weihnachten, komm, ich schenk's dir zu Weihnachten. Nimm es einfach, wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht. Schön. So, hol ich mir das Gold da oben? Du wolltest deine Zuschauer anlügen. Was? Höchstens deine. Meine kennen mich leider schon. Die Armen. So. Boah, Alter, die schießen ja. Tschüss, Tobi, tschüss. Alter. Ich hab gelernt vom Meister. Warte mal, hier waren noch irgendwo Diamanten. Oder? Ja, nimm mal mit, bitte. Ich hab die leider gerade zugebaut, ich komm da nicht mehr ran. Ach, schön. Ich finde, unser Teamplay ist einfach erstklassig. Geht nicht besser, das ist einmalig. Ja, das auf jeden Fall. Manche wundern sich vielleicht, dass wir in der 20. Folge noch immer am Anfang sind. Das liegt nicht an den Vibes, das liegt einfach daran, dass der Tobi gemein spielt. Ja, genau. So. Oh, eine Geldkassette. Wie ich da unten immer deine Nike-Schuhe höre. Piu, piu. Na?
while you've got time.